So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Adi ist auch wieder am Start, wie man sieht. Adi ist schon ganz gespannt, denn wir haben wieder mal Fanpost bekommen. Wie immer ohne Postfach, einfach mit Adresse. Und diese kommt diesmal vom Oscar Wannekek. Ja, der hat nämlich schon immer zu gefragt in den Streams: Ist mein Paket schon angekommen? Es kam noch nicht an. Jetzt ist es auf jeden Fall angekommen. Wir wollen es mal aufmachen. Ist hier so ein gelbes Packset von DHL in der Größe M. Da bin ich mal gespannt. Da kann ich mir nämlich gar nichts drunter vorstellen, was da drin sein soll. Das letzte Paket von Sabenda war ja voll mit Bier. Da waren 1000 Flaschen Bier drin und nochmal 5000 Dosen Bier. Und was für ein Adi. Und was für. Keine Ahnung. Das war's. Adi, was ist denn? Jetzt lass mich doch erstmal. Ich muss es hier überall aufschlitzen, damit ich es dann auch irgendwann aufmachen kann. Hier am Rand ist nämlich immer noch was. Ich weiß, du bist gespannt. Ich bin auch gespannt. Alles wird gut. Es wird nicht besser, wenn du auf den Karton kletterst. Jetzt bleib doch mal in deinem Waschbecken. Adi, nein! Wir können das Paket leider nicht öffnen, da der Adi das Paket in Gefangenschaft genommen hat. So lange kann ich an der Katze riechen. Adi, geh mal zurück in dein Waschbecken. So ungefähr. Guck ungefähr so. Los, spring! Ah! So, guck jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt machen wir es auf, Adi. Jetzt kannst du gucken. Zack. Erstmal haben wir hier einen Zettel, ne? Hallo Ramses, ich wollte mich erst einmal bei dir bedanken für deine Videos und den Content, den du immer lieferst. Genau, Adi, chill dich hin. Ich verfolge dich jetzt schon ein paar Monate und freue mich immer auf deine Videos. Ich wünsche dir ein gutes Jahr. Ich wünsche dir ein gutes Jahr 2021 und bleib so, wie du bist. Ich habe in den Karton einen kleinen Gruß aus der Küche und etwas zu naschen gegeben. Irgendwas. Viele Grüße, Oskar, Frederi Alfred Gara. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist der Zettel. Sorry, dass ich immer so schlecht bin, eure Schrift zu lesen. So sieht das erstmal aus, wenn man reinguckt. Man sieht überall Verpackungsmaterial und Adi-Material. Mach jetzt auf! Adi, wir haben doch Zeit. Was hättest du denn immer so? Alles ist gut. Verpackungsmaterial, Adi-Material. Wir fangen jetzt mal an. Hier sehe ich eine Tüte. Die Tüte ziehe ich mal raus. Wir haben Haribo Giant Trees, The Happy World of Haribo. Share Size, ne? Also Share, teilen, Teilgröße, Happy Giant, ach nee, Giant Trees einfach nur, gigantische Bäume von Haribo. Das legen wir mal hier rein. Als nächstes, was sehe ich hier unten? Vielleicht sollte ich es doch nicht da reinlegen. Also ich habe kein Bild, was fängt mir, ich ziehe mal hier oben einfach was raus. So, da habe ich jetzt hier Klopapier. Da habe ich hier noch was anderes. Dann ziehen wir das noch weg. Und jetzt sehen wir Himbeer-Johannisbeer 2019. Das sieht aus wie Marmelade. Selbstgemachte Marmelade im Glas. Ich hoffe, das sind keine Chilischoten und es steht aus Spaß einfach nur Johannes Himbeer drauf. Himbeer-Johannisbeer. Marmelade, so wie es ausschaut. Na, Adi, was sagst du dazu? Adi? Adi ist beschäftigt mit seinen gigantischen Bäumen. Da weiß ich auf jeden Fall, dass meine Mom sich übelst freut. Die isst so gerne nämlich zum Frühstück auch immer gleich Toast mit Butter und Marmelade. Ich bin eher nicht so der süße Typ. Aber wenn ich es geschenkt bekommen habe und eh Frühstück machen muss, dann gibt es halt statt einer Pizza mal ein Marmeladenbrot. Das dürfte auch passen. Dann haben wir ein zweites Glas, so wie es ausschaut. Was ein bisschen am Paket festgeklebt ist. Das ist aber, das sieht ja pervers aus. Quittengelee 2019.
Das sieht aus wie Schleimpaste. Das ist sehr cool. Also wenn ihr Haargel braucht, könnt ihr auch Quittengelee nehmen und euch da. Ich habe noch nie Quittengelee gegessen, keine Ahnung. Also noch nie Quitten generell. Quitten? Was sind Quitten? Quitten? Egal, hier. Tüte weg. Nächstes packen wir hier aus. Oh, kein Glas, sondern was anderes. Ein Beutel mit Keksen. Da freut sich Pupsi bestimmt am Wochenende. Und Mama natürlich auch. Die naschen gerne mal und probieren da gerne. Da lasse ich gerne denen den Vorrang. Ich werde auch natürlich probieren. Aber ich werde mir hier andere spezielle Dinge raussuchen. Und denen auch das gönnen, weil die so gerne sowas essen. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Alles ist zerkrümelt. Aber ganz viele Kekse in der Tüte und Gebäck. Das packen wir auch mal dahin. Adi guckt schon wieder wie ein Gestörter. Wahrscheinlich, weil seine Toilette jetzt verstopft ist durch das ganze Papier. Aber Adi, da musst du durch. Du kannst ja auch wieder hoch. Sonst chillst du immer oben und wartest die ganze Zeit. Jetzt sucht er sich einen Weg in die Toilette rein. Nochmal Papier, das legen wir jetzt da oben rein. Vielleicht hüpft er dann wieder hoch. Nochmal Papier zum oben reinlegen. Dann eine Packung Milka Schokopause. Das ist im Prinzip wie die Ritter, nee, wie heißt denn das? Prinzenrolle. Prinzenrolle von Milka habe ich selbst auch noch nie probiert. Aber Keks und Schokolade passt. Da muss ich aber vorsichtig sein, ne? Ihr wisst. 39er BMI, andere haben 39er Oberarm, Bruder. Ich habe 39 BMI. Wir tun es mal hier rein, in der Hoffnung, dass der Adi vielleicht hochkommt. Dann sehe ich ganz viel Skittles. Skittles, richtig genial. Ich liebe Skittles. Leider sind die immer so schnell leer. Marie isst das auch gerne, also Sandras Tochter. Vielleicht können wir da ihre Box immer mal auffüllen. Müssen wir nicht immer neu kaufen. Wir haben eine Packung Skittles. Wir haben zwei Packungen Skittles. Wir haben drei Packungen Skittles. Und wir haben nochmal vier Packungen Skittles dabei. Ja, nochmal einen ganzen Sack voll. Was ist denn? Adi, der Adi quetscht sich hier durch. Der will in die Box. Adi, ich tu dir doch schon alles hier oben reinlegen. Dann geh doch da oben hin, dann siehst du doch, was da ist. Adi ist wieder ungeduldig. Also nochmal Skittles. Wunderbar. Dann haben wir hier Mentos White. Ich glaube, den Karton kann ich so lassen, wie er ist, und den als eine neue Naschbox nehmen, um da immer was rauszunehmen, wenn ich was essen will. Mentos White. Da gebe ich der Mama auf jeden Fall. Da freut sie sich. Dann haben wir, wenn wir beim Kaugummi auf jeden Fall angelangt sind, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn wir beim Kaugummi angelangt sind, haben wir hier, wie heißt das? Five Gum. Five Gum. Apfel. Five Gum habe ich auch noch nie probiert. Apfel finde ich gut. Als Geschmack, 5 Gramm Apfel, würde ich, ach so, es sind auch zwei Packungen, sind drei Packungen. Da kriegt jeder eine Packung, Mama, Pupsi und ich, Adi nicht. Der hat genügend anderes Zeug. Dann nochmal Papier. Dann habt ihr hier Peanuts Karamell Bar. Also das ist eigentlich ein Karamell-Erdnussriegel, der ist aber in der Mitte schon durchgebrochen. Isst Pupsi, glaube ich nicht. Mama auch nicht. Ich werde den essen. Kein Problem. Der kommt nicht weg. Da auch noch ein zweiter dabei. Noch ein Erdnuss-Karamell-Riegel. Ah, jetzt kletter nicht da. Das ist unsicher. Das fällt ab. Hier ist der Karton. Der Rest ist baufällig. Ja. Kit Kat Changi. Auch mit Salted Karamell. Futsch. Kit Kat Changi. Einmal hier. Nochmal Salted Karamell. Einmal hier, dann nochmal Salted Karamell, einmal hier, dann nochmal Salted Karamell hier. Schade, dass kein Weißer dabei ist. Kit Kat Chunky White ist auf jeden Fall meine Lieblingssorte. Jetzt haben wir Salted Karamell. Ich glaube, da bleibe ich auch drauf sitzen, weil Pupsi das nicht mag. Nochmal Wrigley's Extra Professional White. Wir haben hier eine Haribo Roulette Rolle. Wir haben eine, wir haben zwei Stück. Und weil wir total bekloppt sind, reicht's auch, bleibt es auch bei zwei. Ich sehe Mao Am. Ich komme mir schon vor wie hier dieser Rambazamba-Typ. Mao Am Blocks. Wir haben eine Packung mit Cola.
Wir haben noch eine Packung mit Cola. Wir haben noch eine Packung mit Cola. Noch eine Packung mit Cola. Und eine Packung mit Erdbeer-Mao-Am-Blocks. Plus eine zweite. Plus eine Orangenpackung Mao-Am-Blocks. Dann sehe ich Mao-Am-Stripes als Erdbeer. Erdbeer. Erdbeer, die ist schon ganz kaputt. Cola, 3 Stück. Pack mal auch noch mit rein. Apfel, 2 Stück. Pack mal auch noch mit rein. Dann nochmal Mao-Am. Wie nennt man das? Mao-Am Joystick. Himbeer. Orange. Dann Bonbons von Mao-Am. Mao-Am Happy Fruities. Zitrone. 1, 2, 3, 4. 4-mal Zitrone. Happy Fruities. 1, 2, 3, 4, 5. 5-mal Happy Fruities. Cola. Dann haben wir ein Schokoschocks Mini. Wir haben Mentos. Mini Mentos mit Lemon. Und Mini Mentos Green Apple. Apfel. Feiere ich auf jeden Fall. Richtig genial. Dann haben wir hier ein Bonbon, was ganz alleine hier rumpirscht. Das ist so ein Pfirsich. Ein Pfirsichbonbon. Sag mal, wo hast du denn das her? Hast du da die Reste aus deiner Speisekammer geplündert, was noch übrig war? So ein Restepaket. Und jetzt haben wir noch ganz viele Bonbons hier drin. Muss ich mal gucken, was das alles ist. Ob das alles dasselbe ist. Arlequin von Lutu. Sehe ich 1, 2, 3, 4. Ne, die haben andere Farben. Die haben wir nämlich einmal. Was ist denn jetzt die Farbe? Einmal mit einem grünen Streifen. Einmal mit einem orangen Streifen. Einmal mit einem nochmal grünen Streifen. Wenn wir die jetzt alle hier reinpacken, haben wir auf jeden Fall hier eine ganze Handvoll dieser Bonbons und noch eine Handvoll dieser Bonbons und noch mal eine Handvoll und noch eine Handvoll und noch eins. Das wollen wir jetzt auch mal probieren, um zu gucken, was das überhaupt ist. Den Karton stelle ich jetzt dahin. Wir machen das mal auf. Jetzt habe ich gerade ein rotes erwischt. Ach so, die sind auf der Seite. Die sind auf der Seite grün und auf der Seite rot und auf der Seite orange. Und mein Fingernagel ist schon wieder komplett schwarz. Ich musste eben den Ruß aus dem Ofen rauskratzen, weil ich gesehen habe, da blättert alles ab. Also wenn irgendwann die Wohnung explodiert, ihr wisst Bescheid, der Ofen war schuld, beziehungsweise die Technik, die Verkabelung. Mir hat ja letztens schon irgendwann ein Elektriker gesagt, dass die Leitungen alle überspannt sind in der Wohnung, dass das so eigentlich gar nicht sein darf und da kann es schnell mal zu einem Wohnungsbrand kommen. Aber der Vermieter weiß von nichts und sagt auch, nö, das passt. Also wenn irgendwann die Wohnung explodiert, ihr wusstet Bescheid. Jetzt probieren wir mal dieses Bonbon, weil davon so viele da sind. Was das überhaupt sein soll? Arnie, wie findest du's? Der Adi knubbert lieber am Wasserhahn rum, okay. Los, mach nochmal. Du wirst nicht beobachtet, alles ist gut. Oh, der feine Herr betrachtet sich im Spiegel. Aber guckt, ein ganzes Waschbecken voll Süßigkeiten. Man könnte denken, heute ist Halloween. Hier der leere Karton. Hier das Füllmaterial. Hier ich. Und hier Marmelade zweimal plus Kekse, beziehungsweise... Das können wir ja auch noch hier mit reintun. Die Gläser lasse ich lieber mal da stehen, weil das eine so tropfig war. Die packe ich auf jeden Fall gleich in den Kühlschrank. Och Mann, ich habe doch aus Versehen den Karton berührt. Ali ist auf jeden Fall immer sehr vorsichtig. Guckt euch das aber an. Ein ganzes Waschbecken voller Süßigkeiten. So muss das aussehen. Richtig genial. Vielleicht werde ich daraus mein Thumbnail basteln. Kekse, Kaugummis, Bonbon, Gummitierchen, alles. Gummitierchen haben wir gar nicht. Aber Kaubonbons. Und das Bonbon, was ich jetzt habe, schmeckt auf jeden Fall sehr interessant. Der Geschmack kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat so eine Art Eisbonbon-Note.
Aber irgendwie eine Mischung aus Eisbonbon und irgendwie was Süßen dabei noch. Ich weiß nicht, ob diese einzelnen Streifen irgendeinen besonderen Geschmack noch darstellen sollen. Ansonsten stellt euch das einfach vor, dass das wie Eisbonbon ist. Was genau es sein soll, kann uns der Oskar bestimmt drunter schreiben oder erklären. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Der Adi sucht schon wieder seine Toilette. Wir gucken noch mal kurz, was er macht. Ja, Adi, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist es denn? So. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.